Was müssen sich die Pariserinnen und Pariser gefreut haben, sich endlich wieder den Kaltgetränken hingeben zu dürfen, in Gesellschaft ohne Masken und mit Bewirtung. Denn in Frankreich ist angesichts sinkender Infektionszahlen die Außengastronomie wieder geöffnet worden. Ebenso wie Museen, Kinos, Theater und Geschäfte, die die Regierung als nicht lebensnotwendig einordnet. Am Mittwochabend war es in den Gassen der französischen Hauptstadt zu spüren, wie befreit die Menschen waren. Es ist sehr angenehm. Wieso? Weil wir wieder das Paris sehen, das wir lieben. Mit dem Geist der Gemeinschaft, dem Spaß, herumzulaufen, einen Drink zu bestellen. Das ist eines der größten Vergnügen dieser Stadt. 6 Monate waren die Restaurants und Gastronomiebetriebe für Besucher geschlossen. Da scheint es dann für viele schwer gewesen zu sein, um Punkt 21 Uhr wieder nach Hause zu gehen. Denn die Ausgangssperre gilt immer noch. Die Polizei musste einschreiten und die Menschen auffordern, nach Hause zu gehen. Die Freiheit, die die Pariserinnen und Pariser sonst gewohnt sind, haben sie noch nicht ganz wieder, aber immerhin ein bisschen.